Jo Leute, willkommen zurück zu einem neuen Elden Ring Video. Heute zeige ich euch, wo ihr alle Klangperlen für die Dunkelschmiedesteine bekommt. Und die erste Klangperle bekommt ihr im Kristalltunnel von Celia in Caelid. Zeige ich mal kurz die Karte. Da könnt ihr, wenn ihr den Weg einfach die ganze Zeit folgt und dann hier drauf zu, könnt ihr eigentlich nicht verpassen. Und wenn ihr hier den Tunnel komplett durchmacht und den Endboss besiegt, dann kriegt ihr schon die Klangperle 1. Und deswegen laufen wir jetzt hier einmal durch. Der Weg ist nämlich relativ lang. Müssen nämlich hier hoch. Hier gibt es nämlich auch diese komischen Spinnenviecher. Und falls ihr es bemerkt habt, ich bin richtig im Power Stance Modus mittlerweile. Irgendwie richtig Gefallen daran gefunden. Ja, schön die Schmiedesteine mitnehmen, wenn es die hier schon umsonst gibt. Wo ist denn die scheiß Leiter nochmal? Nicht blöd? Ach, da hinten muss ich rüber. Upsi. Stimmt. Vergessen. Sie müssen hier aufs Dach. Da ist wieder so ein dober Gegner. Oh Mann, ey. Dieses Power Stance mit diesen beiden Blutungswaffen macht so Spaß. Ich bin mal gespannt, was für ein Boss hier am Ende kommt. Das weiß ich gar nicht. Oh, Kiste. Vielleicht ist da was Gutes drin. Nein, leider gar nicht. Hier die Treppe hoch. Oh, ein Dunkelschmiedestein. Auch mal mitnehmen, die sind teuer. Aufpassen, hier sind Spinnen, ne? Entweder läuft einfach durch oder müsst ihr halt besiegen. Ach, ich glaube, hier ist so ein... Ich glaube, ich weiß, welcher hier drin ist. Hier ist mein Lieblingsboss drin. Dieser Sternbett, diese Sternbestie. Sternfallbestie, ja. Oh, kann ich da überhaupt meine Blutungswaffe benutzen? Aua. Ja, geht ganz gut klar eigentlich. Gerade konzentrieren. Aua. Was macht eigentlich meine Mimik da hinten? Kämpft gegen den Eingang. Oh, der Schweif war lang. Denn ich eigentlich eine zweite Phase? Mist. Ach, der ist schon fast tot. Den Final Hit mache ich, geh weg, Mimik. Sehr schön. So, und jetzt gibt es die erste Klangperle. Nochmal zwei Schmiedesteine und Gravitationsbrocken. Chillig. Würde ich sagen, sehen wir uns bei der zweiten Klangperle. Die zweite Klangperle gibt es im Altus-Tunnel. Hier, im Altus-Plateau logischerweise. Da weiß ich gerade gar nicht, ob es die Klangperle beim Endboss gibt oder ob die irgendwie rumliegt. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste. Ah, leider nur ein Runenbogen. Ah, da liegt noch was. Aber auch nichts Spannendes. Ich kenne meine Devise, einfach durchrennen ist das Beste.
Ist nicht hier direkt der Bus sogar? Oh, es geht da schnell. Chillig. Oh, das Ding. Zwei? Zwei davon. Das sollte kein Problem sein. Vor allen Dingen nicht mit der Mimik. Ah, die Waffe bei denen ist natürlich schwierig. Das Vieh geht mir ein bisschen auf den Sack. Ha! Weg mit dir. So. Einmal L2, dann geht das auch. Oh ja. Besiegt. Und jetzt müsste die Klangperle droppen, oder? Ja, da ist die zweite Klangperle. Die dritte Klangperle, die ist die einfachste von allen. Da müsst ihr nämlich einfach nur einsammeln. Müsst gar nichts besiegen oder sonst was. Ihr geht zur Kirche. Erste Kirche von Marika. Und dann liegt die Klangperle einfach direkt hier vor der Tür, bei der Leiche hier. Wenn ihr das erste Mal hier hinkommt, gibt es hier auf dem Eissee einen Fight gegen einen Drachen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, aber ansonsten, wenn ihr nicht wisst, wie ihr hinkommt, einfach die Story weiterverfolgen oder gerne mal die anderen Videos von mir abchecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir los zur nächsten Klangperle in Farum Azula. Die erste Klangperle, die ist auch wieder sehr, sehr einfach. Wenn ihr am Sturmbalkon seid, dann seht ihr hier schon eine Leiche und da habt ihr direkt die nächste Klangperle. Ups. Oh, guck mal, hier ist nochmal so ein Beast-Klerik. Ach man, der mit dieser komischen Waffe. Ich habe heute ein Video zu aufgenommen, wie ich die farme. Oh, da war er. Da, hier ist die Klangperle des Dunkel-Schmiedesteinschürfers 5. Ich zeige euch gleich, wie er genau dahin kommt, weil hier ist eigentlich noch eine Gnade, was das alles ein bisschen einfacher macht. Genau, hier ist der Aufzug und da ist die Gnade. Also wenn ihr die Gnade habt vom Aufzug, oder wie heißt das hier? Ne, an der großen Brücke fahrt ihr mit dem Aufzug runter. Also wahrscheinlich werdet ihr sowieso über die Klangperle stolpern, die ist jetzt nicht so versteckt. Wenn ihr einmal in Farum Azula seid, aber dann wisst ihr, wo ihr die finden könnt. Dann geht's hier runter. Den kill ich mal eben. Und dann liegt hier die Klangperle Nummer 5. Und jetzt gibt's noch ein kleines Add-on, da zeige ich euch nochmal ganz schnell, wo es auch einen uralten Drachenschmiedestein gibt. Da können wir eigentlich im Prinzip von hier aus hinlaufen. Gehen wir nämlich hier zurück. Ich könnte euch auch einen anderen Weg zeigen, weil der hier ist, glaube ich, entspannter. Falls wir jetzt hier wieder hochkommen. Ja, kommen wir. Hier wieder zurück. Hier sind halt überall nur diese komischen Typen, die hier sogar teilweise auch einfach rumliegen und schlafen. Wenn wir von der anderen Seite kommen würden, dann wären da so scheiß Vögel und niemand mag Vögel in diesem Game. Da vorne sind sie schon, seht ihr die drei? Der hat mir durchgemusst. Gar keinen Bock. So, und hier oben, hier hängt ja normalerweise ein Drache ab. Aber wenn ihr einmal an dem vorbeilauft, dann ist der weg. Ihr müsst den also auch nicht unbedingt besiegen. Ihr könnt einfach an dem vorbeilaufen. Und hier oben ist eine uralter Drachen-Dunkelschmiedestein. So. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.